sehr giftig, Alter. Ja, das haben wir geklaut mit Sichek an der Tankstelle von einem. Irgendwas hört sich komisch an. Ja. Eine Motorlamp ist Brightening. Wo ist denn der Schlüssel schon wieder hin? Es ist jetzt soweit, Leute. 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 Ich fahr das erste Mal mit dem GTR. Ich mach mal kurz Video, warte. So, wir sind wieder ein Stückchen weiter. Auspuffanlage auch fertig. Ich muss putzen hier. Achso. Ich muss putzen. Wollen wir mal zeigen eigentlich, was da für eine Auspuffanlage drunter ist? Dann gibt den ganzen mal keinen Namen. Doch, doch. Das ist, jetzt seht ihr gleich richtig Performance. Damn, straight out der Bodensee. Out der Bodensee. Also ich habe dir gerade schon gesagt, ich sag's nochmal jetzt vor der Kamera, es braucht mir keiner was erzählen, was Tuning oder Leidenschaft für Autos bedeutet. Du bist mit dem Barkas auf Achse und deinem Kumpel. Moin. Seid ihr die Strecke auf Achse hin und zurück gefahren? Ja. Was soll man sonst machen, wenn man keinen Trailer hat? Wie schnell fährt man mit so einem Barkas? Also Durchschnittsgeschwindigkeit war zwischen 80 und 100. Ab und zu 120, aber dann bist du taub. Ja. Dann hörst du nichts mehr. Dann jetzt kommt's, wie oft musstest du hin und zurück insgesamt tanken? Wie oft? Insgesamt 10 Mal. 600, 700 Euro Sprit verdonnert. Ja. Inklusive Öl, 2-Takt-Öl. Ja, war gut. Also Leute, falls irgendjemand ihn unterstützen möchte, ja, für seine ganzen Fahrten und sowas, weil das kostet auch richtig Kohle und ich meine, ey, nicht nur, dass das Auto geil ist, er ist ein super Typ und vor allem ein hilfsbereiter Typ. Gar nicht, Alter. Denn das hat ja einen Grund, dass wir jetzt hier sind, ne? Ja. Nick mit seinem Barkas bringt für den GTR die Auspuffanlage. Machen auch hier Polski-Transport. Richtig. Ich hau gleich ab, weil du bist sehr K.O., ne? Ein bisschen, ja. So, in den nächsten 2 Wochen mal wieder ein Update-Ostgeruch-Video wieder. Das ist sehr geil. Nick, vielen, vielen Dank. Gerne. Können wir da ruhig. So, jetzt müssen wir das einladen. Ja, dann gib die Kamera rein. Okay. Du bist doch. Also wir haben die fetten Downpipes von Akrapovic ausgebaut, alles wieder Serie zurückgerüstet. Seht ihr ja, das sind alles interne Schalldämpfer, ja? Und hier ist es. Alleine die Dichtung ist schon herrlich fürs Auge. Ja, weil wir gerade keine andere hier hatten. Die ist halt ein bisschen groß, aber sollte dichten. Ja. Nicht nur wie Goethe, so, sondern wirklich. Und dann seht ihr eigentlich eine Straightpipe da hinten, da wir den Diffusor eh noch nicht montieren, weil er kaputt ist ein bisschen. Ja, später kommt hier natürlich der Endschalldämpfer mit E-Zeichen, sehe ich jetzt nicht, hier ist auf der anderen Seite. Aber macht euch keine Sorgen. Auch die liebe Polizei, die zuguckt, überall Plaketten. Wo? Die sind hier oben bei dem, das haben die super dumm gemacht. Ja. Ja, also auf jeden Fall alles mit E-Prüfzeichen, alles zugelassen. Sehr gut. Wir müssen aber ein paar Testfahrten machen und ich kann es mir nicht nehmen lassen. Das erste Mal werde ich gleich mit diesem Auto fahren. Oh, Philipp ist auch dabei! Freust du dich schon? Ja. Ich muss noch ein Nummernschild besorgen. Philipp, wir hätten hier einmal Mitbringsel aus L.A. Ist cool. Ja. Aber hat keine TÜV-Plakette. Das ist egal. Dann haben wir ein Mitbringsel aus Texas. Truck? Ja, das haben wir geklaut mit Sichek an der Tankstelle von einem Truck. Das ist schon verjährt. Genau. Oder mein Favorit natürlich. Yes, you are. Oder? Ja. Okay, wir machen das. Okay, wir müssen dazu sagen, ja, es ist jetzt nicht die finale Stufe, wie wir damit unterwegs sein werden. Wir haben noch keine Motorhaube dran, ne? Weil wir haben damals die Scharniere Wiss ausgeliehen, wo seine kaputt gegangen sind und müssen uns die noch besorgen. Die ganzen Abdeckungen fehlen noch, weil wir müssen da noch ein, zwei Sachen checken, aber alles gut. Scheinwerfer sind noch ein bisschen so schielend drinne. Und die Stoßstange bauen wir jetzt auch noch nicht an, sondern wir gucken erstmal, wie der überhaupt fährt. Das ist ja, und hinten, wie gesagt, Diffusor ist auch noch nicht dran, den müssen wir noch reparieren, weil den habe ich mal kaputt gemacht. Und jetzt auf den letzten Drücker. Wird das reichen? Also rin mit mir. Philipp ist pinkeln. Und? Gucken Sie mal. Da ist Philipp. Hallo. Hallo, guten Tag. So, wir haben hier Ecotec, wir haben hier Kopf, wir haben hier eigentlich alles. Ich räume mal hier ganz kurz auf.
Wo ist denn der Schlüssel schon wieder hin? Also vorhin lag er auf dem Sitz. Habe ich mich auf den Schlüssel gesetzt? Vielleicht. Ich ziehe jetzt den Schlüssel aus meinem Arsch. Huch, da ist er. Wieder auf ohne. Da sind spannende Momente. Ob man das jetzt so schön sieht. Ich freue mich wirklich, Philipp. Wie so ein Hefekuchen. Wie so ein Hefekuchen guckst du da raus. Ich freue mich richtig doll. Ich freue mich. Die Kamera noch an ist? Ja, ja, ist an. Was hast du hier gemacht, dass es so Liegeposition war? Ich habe Sachen gewaschen. Ja. Ich wasch mein Ding so lange, wie ich will. Schneid dich mal an. Alter. Philipp, ohne Scheiße jetzt, wir fahren. Mach entspannt. Ich geb nicht mal viel Gas hier. Ich hab die extra Gaspedal-Anzeige angemacht. Bremse mal an. Bremse ist halt nicht toll. Dann müssen wir noch richtig hin. Ja, ja. Sorry. Das ist sehr giftig, Alter. Das ist ein ganz anderes Fahren, Alter. Guck mal, da ein Trucker holt sich einen runter. Und du doch auch gerade so halb. Jetzt ist warm, weißt du, was wir dann machen? Wir lernen die Kupplung an. Ich habe noch kein Vollgas gegeben, ne? Ja, das machen wir jetzt auch nicht. Die Bremse geht nicht richtig. Wir müssen erst mal gucken, weil hier alles noch außen schleift. Ja. Was ist hier los? Hörst du das Geräusch? Ja. Das sind vielleicht irgendwelche Dinger davon, ne? Das hört sich komisch an. Ja. Das ist, wenn ein Rad los ist oder so. Die habe ich gerade safe nachgeknackt. Wir haben die Radnamen alles festgemacht. Wir haben eigentlich alles festgemacht. Sicher. Fahr mal vorsichtig zur Halle. Hat irgendwas an der Motorgelenkwelle oder so und hier ist auch alles voll mit Kühlwasser. Irgendwas ist komisch, wir müssen hier mal reinfahren und gucken auf jeden Fall. Also irgendwas da hinten an den AGR-Kram oder sowas ist undicht. Hm. Vielleicht doch nicht richtig festgemacht oder so. Der hat Thermostat aufgemacht und durchgeschossen. Jo. Auf jeden Fall qualmt, hat jetzt einen eigenen Charme gerade. Mit der Herrenenttäuschung zurück ins Studio, wa? Leute, kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr uns supporten wollt und euch was Gutes tun wollt, vor allem euer Fahrzeug, Ultra Glaco bei Soft 99. Geht auf den Link, schaut euch das Produkt an, kauft euch das, die beste Scheibenversiegelung, die ich je erlebt habe. Und jetzt weiter im Video. Sandro, GTR Schweiz, König der GTRs steht auf meinem Telefon. Sandro, sag mal hallo. Hallo, Leute. Wir sind gerade mit dem Laptop am GTR dran. Ne? Sandro sitzt zu Hause in der Schweiz und vorher war ja vom Vorbesitzer, keine Ahnung wo der herkam, ein Coptune drauf und wir konnten nichts damit machen. Also ich habe zwar ein neues Access Board gekauft, aber um das zu bespielen, bräuchte ich wieder Maps. Ich habe die Serien Maps nicht. Also hat mir Sandro gesagt, lass mal mit dem Cop, EQ-Deck ist der richtige Weg. Und
Jetzt ist Sandro heute ans Telefon rangegangen, dachte, er hat einen schönen Feierabend. Aber nein! Ja. Und, genau, und er flasht gerade das Steuergerät. Natürlich alles im Serienzustand. Ja, also das Auto wird mit Serien, Software, alles drum und dran. Aber es geht darum, wir wissen nicht, was die Leute an dem GTR vorher programmiert haben. Und da wir sind zwar damit hier ein bisschen gefahren, mit 0,5 Bar und sowas alles, aber alles andere... Zustand. So, hier geht richtig Leistung nachher, Bruder. Ja. Zustand. Kann mal jemand die Zündung ausmachen? Ich mach die Zündung aus. Mach jetzt diese Bewegung mit der Kamera. Warte. 1, 2, 3. Puh, da bin ich wieder. Zündung ist aus. Hey, hier bin ich. Oh, Zizek, du bist DJI Active Track 7.0. Ich kann nirgendwo hingehen, er ist hinter der, mit der Kamera hinter mir. Vor dir. Ja. Sandro, als kleine Info für die Zuschauer, wie weit ist jetzt dein Rennmonster? Oder beide Rennmonster? Ja, Bruder, wir sind gerade Daumen. Man hört es kaum. Die Uhr, darum sind wir alle spät am Abend am Arbeiten. Ja, muss Gas geben, ja. Ich hoffe, es reicht, ne? Ja. Für das nächste Rennen oder für das erste Rennen. Aber ja, wir sind da wild am dann schrauben. Was fehlt, sind Spritleitungen, Ölleitungen und Kabelbaum. Da sind wir gerade dran. Und sobald das drin ist, wird gestartet. Ja. So, soll ich kotzen? Nee, alles gut, jetzt geht's. Ich wusste, dass er das macht. Der mit deinem Kippenboden, Alter. Mit der rauche ich gar nicht. Ja, du stehst riech überall mal. Nach Kippe. Riech mal die. Ja. Und ich stehe wirklich doller nach Kippe. Eigentlich ist Mario nicht so Michelin-Männchen, sondern das Marlboro-Männchen. Ich bin der Marlboro Cowboy, ja? Der Marlboro Mann war kein Cowboy. Was dann? Der Motorradfahrer. Nein. Ich schwöre dir. Bullshit. Harley Davidson und Marlboro Mann. Bullshit. Der wahre Marlboro Mann ist auf dem Gaul geritten auf den Bergen vom Grand Canyon. Diesmal glaube ich Marek, aber weil er ist Experte im Rauchen. Ja. Aber er raucht doch kein Marlboro. Ja, weil er liebt Kippen. Ja, weil ich die Industrie nicht mal unterstütze. Alter. Alter. Fährt. So, wie fandst du es? Es war aufregend, es hat Spaß gemacht und ja. Es hat nach Süßigkeiten geschmeckt. Er redet nicht von dem, was hier... Mit älteren, grauhaarigen Männern im Auto mit Süßigkeiten macht man keine Späße seit R. Kelly und so. Gesagt. Ja. Was sagst du als Honda-Fahrer? Schönes Batmobil. Was sagst du als... Ich hab nichts gesehen, ich hab nur durch die Kamera geguckt. Hast du es gehört? Und du musst dir auf jeden Fall die Zähne bleichen lassen, damit man dich immer strahlen sieht. Okay. Ich mach mir so eine Tic-Tacs rein, so ein Hockey-Dings hier. Nee, so Kaugummi. Ja. So ein Boxschutz einfach ja. In weiß. Das machen wir im nächsten Video, mach ich das Intro so. Nee, im Ernst, was sagst du? Du bist ja letztens auch schon mitgefahren. Naja, bis jetzt fehlt noch die Motorhaube und die Stoßstange, dann wird's gut. Du bist ein dummer Hund, Mann. Du sollst so einfach nur Dings hier. Und strahl mal. So. Ja. Bist du glücklich? Ja, natürlich bin ich glücklich. Richtig gut. So, also waren die Süßigkeiten gut. Wir sind die erste Runde gefahren mit Philipp. Da ist er noch sehr komisch angefahren. Das war wirklich ein bisschen komisch. Und dann haben wir die Kupplung neu angelernt. Alles mal resettet. Jetzt fährt er richtig gut. Richtig gut. Wie Neuwagen. Und ich habe schon was gefunden, was wir demnächst mal testen werden.
halten. Oh, Communication Error, ich kann euch gar nicht zeigen. Aber es gibt sowas wie den Godzilla-Mode. Den müssen wir testen. Dann lässt es den Affen in Adam raus. Richtig. Also mit einem affenmäßigen, glücklichen Grinsen. Danke fürs Zugucken. Das war ein neues GTR-Video. Nächste Woche geht's mit dem GTR wieder weiter. Das wird richtig gut. Also vielen Dank, dass du zugeguckt hast. Und wenn du zugeguckt hast und bis hierher geguckt hast und gesagt hast, ah, irgendwie sind die Spinner interessant, dann weißt du ja, was zu tun ist. Abonnieren, Glocke aktivieren und für alle anderen, spätestens jetzt, haut doch mal was in die Kommentare, dass wir so ein bisschen auf Algorithmus-Schlacht gehen. Und wenn nicht, folgt uns auf Instagram und viel Spaß euch, habt noch einen schönen Tag.